Hi Leute, ja, ich wollte heute gern mal von einem ziemlich chaotischen, verrückten Tag erzählen, und zwar von gestern, weil ich sonst immer irgendwie nur Ankündigungsvideos mache für neue Karte, neues dies, neues das und so weiter und so fort. Wollte ich einfach mal, von einem Tag erzählen, damit das Tagebuch auch mal ein bisschen, ja, wie ein Tagebuch mehr ist irgendwie. Trotzdem kurz eine kleine Ankündigung, und zwar die Speisekarte ist wahrscheinlich schon neu fertig. Vielen Dank für die auf jeden Fall die vielen Hinweise gegeben haben, für die Fehler, die noch drin waren, haben wir korrigiert und haben das ganze Design auch mal neu machen lassen. Und ja, schaut es euch mal an und sagt, wie sie euch gefällt. Zu gestern, also erstmal zur kleinen Vorgeschichte. Vorher habe ich in den Videos da noch nicht erzählt, ich setze mich mal hin. Habe ich in den Videos jetzt, glaube ich, noch nicht so erzählt. Also wir hatten jetzt wirklich nach der Hansesee so eine kleine Flaute. Also es ging echt so ungefähr 2 Wochen lang ein bisschen runter. Das scheint, glaube ich, jedenfalls auch mal zu sein hier für die Gegend, weil wohl die Rostocker irgendwie alle vielleicht abhauen. 2 Wochen denken sie sich, Hansesee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich fahre in Urlaub. Vielleicht. Deswegen, ja, war das schon so ein bisschen angespannte Stimmung, jedenfalls bei uns dreien auf jeden Fall, weil wir ja ein bisschen gebangt haben, dass das dann wirklich diesen Monat nicht reicht. Ja, dann genau, haben wir ja nebenbei auch die Zeit natürlich ein bisschen genutzt, haben zum Beispiel jetzt, was ich jetzt vor kurzem vorgestellt habe, die Cocktailkarte fertig gemacht. Und ja, da war jetzt gerade, also quasi Freitag, also vorgestern, und da habe ich zum Schluss nochmal dreimal das geändert und hin und her und dann ausgedruckt und zugeschnitten. Nebenbei auch schon gekocht. Es war schon 12 Uhr. Abends sollte das ja losgehen und ich hatte nebenbei die Karten fertig gemacht und mich richtig reingehängt, damit das sozusagen läuft. Wir mussten ja auch noch ein paar Sachen dazu kaufen, die wir sozusagen auch Gerätschaften, die wir nicht hatten, Gläser, Pipapo und so weiter. Ja, habe mich jedenfalls richtig reingehängt und dann war es halt nicht so toll. Also ich war am Samstag früh dann hierher und habe dann halt mal auf den Tagesumsatz von gestern geguckt und auch geguckt, wie viele Cocktails verkauft wurden. Das kann ich in der Kasse nachgucken. Und es waren halt, glaube ich, 4 oder so. Also es war fast nichts. Und der Tagesumsatz war für einen Freitag, auch für einen Freitag, extrem wenig. So, deswegen war ich erstmal gestern früh erstmal total geknickt. Ich habe mich halt so reingehängt und dann irgendwie ist es halt nicht richtig angekommen. Ja, man muss natürlich sagen, es ist der erste Tag und so weiter und es muss erstmal bekannt werden und so fort und so weiter und so fort. Aber es war halt in dem Moment einfach so. Ja, dann habe ich halt angefangen vorzubereiten und es ging auch relativ früh los mit Essen, ehrlich gesagt. Es war auch so ziemlich das Verrückte an dem Dach, also so viel à la carte Geschäft wie gestern Mittag haben wir eigentlich noch nie gehabt. Es ging um 11:30 los und ging eigentlich nonstop bis um 3 ungefähr. Dann kam Matthias, also unser dritter Koch. Dann war vielleicht mal so eine halbe Stunde Pause und dann ging schon die nächsten Bons wieder weiter. Nebenbei haben wir schon vorbereitet für abends. Bis 18 Uhr war ich hier. Also was das betrifft, war der Tag halt extrem gut, auch vom was den Umsatz anbetraf, war es, ich glaube, mehr als 50% als unser letzter Rekord mittags quasi. Das war dann wieder das andere Extrem, was mich dann total umgehauen hat. Nebenbei in der Küche war dann auch noch der Gulli verstopft. Das heißt, hinten hat irgendwas mit dem Fettabscheider zu tun, wobei der gerade gereinigt wurde eigentlich. Aber ja, jedenfalls hat sie das Rohr irgendwie zugesetzt. Also der Letzte, der es gereinigt hat, der hat halt nur so einen Draht dadurch geschickt und hat das sozusagen freigerödelt. Und der jetzt gestern nochmal kam, also kam Gott sei Dank nochmal einer, wir haben unseren Vermieter angerufen, dann kam einer, der hat das mit Wochenendaufschlag natürlich leider gemacht. Hat das dann mit Hochdruck irgendwie freigepustet und hoffentlich jetzt wird das erstmal gut sein. So, das war dann der nächste Hammer, da stand nämlich die Küche unter Wasser. Der Kombidämpfer ist ja an den Abfluss angeschlossen. Da läuft auch immer Wasser durch, wenn da gedämpft wird. Das heißt, da kam schon immer das Wasser aus dem Abfluss vom Kombidämpfer hoch. Und nebenbei war die Bonschiene voll. Dietlin kam spontan vorbei, wollte eigentlich irgendwann nur was vorbeibringen mit Milan.
ist gleich da geblieben, hat hier Caro, unser neuen Aushilfe, unsere neuen Kellnerin, hat sie gleich geholfen und ist noch, weiß ich nicht, wie lange hier geblieben, bis um 2 oder so, keine Ahnung. Ich habe auch vieles gar nicht mitbekommen. Sie haben auch nebenbei hinten Desserts, also Caro hat Dessert gemacht, teilweise hinten. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass die bestellt wurden. Also ich hatte echt, ja, verdammt gut zu tun. Also es war total chaotisch, trotzdem gut. Also die Gäste waren, soweit ich gehört habe, alle zufrieden. Die Wartezeiten waren auch, soweit ich jedenfalls das mitgekriegt habe, das muss nichts heißen, wenn ich da sozusagen am Rödeln bin, waren ja dafür, dass es so viel los war, waren die echt, fand ich jedenfalls, in Ordnung. Also ich glaube, der Letzte hat dann irgendwie 40 Minuten auf sein Essen gewartet, ist ein bisschen lang, aber wenn es voll ist, gut, kann ich da als Alleinkoch in der Küche auch wenig machen. Ach so, und dann kam das Nächste, dann kam noch jemand rein, der wohl schon irgendwie jetzt 3 Tage am Stück hier essen war, total begeistert ist, dass wir hier sind und was wir hier machen, und wollte uns irgendwie gerne unterstützen. Also wir wollen uns nochmal zusammensetzen und nochmal genau die Details besprechen, aber er hat jedenfalls gesagt, er möchte gerne uns unterstützen, damit wir einfach hier auch bleiben können. Was es genau wird, bin ich auf jeden Fall noch gespannt. Wollte uns demnächst mit uns mal treffen irgendwie. Aber das war wieder so ein Ding, was wieder so hoch. Also es ging eigentlich gestern irgendwie runter, hoch. Ich war ja auch am Anfang total genervt, ne? Weil halt vorgestern so wenig los war. Ich war am Anfang total richtig pissig, dass die Cocktails nicht gelaufen sind und dass der Umsatz für den Freitag so schlecht war. Und ja, denn der Druck von den letzten Wochen auch, und jetzt haben wir gerade so, jetzt ging es ja wieder ein bisschen aufwärts, und jetzt war der Tag vorgestern und dann habe ich es total runtergezogen. Und es ging echt den ganzen Tag so hoch, runter, hoch, runter, hoch, und dann das mit dem Abfluss, und dann, boah, wir haben echt schon befürchtet, dass wir dann so viel bezahlen, dass der Klempner dann gestern gekommen ist und wir das alles gleich wieder bezahlen für... Also unsere Einnahmen, die wir dann an dem Tag machen, gleich wieder für den Klempner bezahlen, war allerdings nicht so, trotzdem nicht so hoch, aber halt ja teurer, als es wahrscheinlich auf jeden Fall in der Woche gewesen wäre. Ja, ein sehr verrückter Tag gestern, wobei ich schon einige anstrengendere Tage hatte, aber nicht so verrückt. Also ja, es war einfach krass gestern. Okay. Das war's auch schon. Das wollte ich auch einfach nur mal kurz erzählen. Mal so einen kleinen Einblick gerade, was so los ist. Gut. Dann, liebe Leute, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Auf jeden Fall. Was ist eigentlich heute? Sonntag. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr schafft das Video heute noch hochzuladen. Wenn ja, heute gibt es, hat Matthias sich ausgedacht, leckere Süßkartoffel-Bratlinge mit Räuchertofu drin. Sehr lecker, mit einer braunen Bratensoße und Erbsenpüree. Und als Suppe gibt es Linsen, leckere asiatische Linsensuppe. Jo, gut. Mal schauen, ob ich das heute noch schaffe. Ansonsten gab es das halt gestern. Okay, gut, dann man sieht sich. Bis demnächst. Tschüss.